Ja, herzlich willkommen zurück zu XCOM 2 War of the Chosen. Wir haben Stuff to Do und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal die Forschung an. Ich denke mal, uns wird jetzt wieder der gute Taigen vorgestellt und danach die gute Shen vorgestellt. Wir werden uns das aber alles nochmal angucken, denn ich weiß nicht, ob da irgendwie was Neues zukommt oder sowas oder neue Mechaniken erklärt werden. Das heißt, wir schauen uns das einfach mal an. Forschung. Beeindruckend, nicht wahr? Er kann unglaublich viel Energie erzeugen. Und er ist für Menschen völlig harmlos. Wenn man das nur auch vom Rest der Alien-Technologie behaupten könnte. Commander, Dr. Richard Taigen, Wissenschaftsoffizier. Ich bin für unsere gesamte Forschung hier verantwortlich. Und auch für die Operation, die Sie kürzlich durchgemacht haben. Das ist mein Labor, wenn man so will. Ich weiß nicht, was Central Ihnen gesagt hat, aber... Wir fanden etwas, als wir sie aus dem Alien-Stasis-Anzug holten. Ein Gerät, das in ihren Okzipitallappen implantiert war. Wenn ich Zugang zur Ausstattung hätte, die mir während meiner Zeit bei Advent zur Verfügung stand, wüsste ich bereits, wie es genau funktioniert. Aber mit etwas Zeit und ihrer Zustimmung, Commander, werde ich es herausfinden. Was mich gleich zu einem weiteren Punkt bringt. Auch wenn Teile dieser Einrichtung echt beeindruckend sind, bin ich nur ein Mann. Mit zusätzlichem Personal und mehr Ressourcen könnte ich das Tempo unserer Forschungen erheblich beschleunigen. Bis dann, Commander. Commander. Bis dann, Taigen. Neue Forschung. Wir können jetzt hier uns eine Forschung aussuchen, aber ich denke, das lassen wir erstmal. Nein. Ich habe mich gefragt, wie die Advent-Regierung unsere Gruppe von Abtrünnigen sieht. Sind wir für sie eine Bedrohung oder eher ein Ärgernis? Momentan nur ein Ärgernis, aber wir werden... Ja, wir werden bald bestimmt zu einer Bedrohung werden und damit schauen wir uns die Technikabteilung an. Wir schauen uns gleich mal die Forschung an, aber erstmal Stück für Stück die Leute hier. Okay, ich habe den Repulsoren mit Teilen ihres alten Antriebs versehen. Das sollte dein Stabilisierungsproblem lösen. Komm schon, Rover. Das wird schon. Commander, unsere Technik mit ihrer zu verbinden ist nicht so leicht. Lily Shen, Schiffsingenieurin. Zu ihren Diensten. Sie haben wahrscheinlich meinen Vater erwartet. Nach allem, was passiert ist, hat Central wohl noch nichts gesagt. Er ist tot. Dad hat alles getan, um uns so weit zu bringen. Das ganze Schiff ist sein Lebenswerk. Ich weiß, er hätte ihm gerne selbst alles gezeigt. Er hat viel von ihnen erzählt. Aber ich werde das beenden, was er angefangen hat. Sieht nicht so aus, aber ich kann von hier aus so ziemlich alles herstellen, was sie brauchen. Und mit etwas mehr Hilfe... Wären Sie erstaunt, was ich für Sie tun kann. War mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Commander? Lily Shen, meine Gute. Ging's nur mir so oder ist irgendwie die Musik relativ laut? Ich wünschte, wir hätten einen Übungssimulator für Bradford. Wenn er dieses Schiff schrottet, händige ich ihn persönlich Advent aus. Ja, ich schau mal ganz kurz nochmal in die Option, denn irgendwie ist alles ein bisschen laut. Die Musik kann ruhig noch ein ganzes Stückchen leiser. So. Sportelos. Ja, okay, das kann auch noch ein bisschen leiser. Okay, gut. Nein, zurück zu mir. Ich möchte gerne speichern. Gut, okay. Gut, hätten wir das auch hinter uns. Wir müssen noch eine Forschung auswählen. Wir können aber hier oben auch schon was bauen. Wir können unsere Einrichtung auf der Avenger ausbauen, Commander. Aber dafür brauchen wir mehr Ingenieure, um Platz für die Bauvorhaben freizuräumen. Alles klar, jetzt ist es etwas leise. Nein, nicht Spielladen. Ich möchte gerne Optionen ändern. So. Etwas lauter? So? Sprachlautstärke noch ein bisschen lauter. Position bestätigt. Ja. Und ab geht's. Ja, geht schon irgendwie. Geht schon irgendwie. Okay, gut. Was können wir denn bis jetzt so bauen? Trainingszentrum, Labor, Energierelais, Guerilla Tactic. Also Trainingszentrum und Guerilla Tactic School oder Guerilla Tactic Schule sind so die beiden Go-To-Dinger für den Anfang. Ich habe aber auch tatsächlich vor geraumer Zeit mal gelesen, dass man das Labor auch rushen kann, vor allem in War of the Chosen. Ich weiß aber nicht genau, warum. Jedes Labor erhöht die Chance auf einen Forschungsdurchbruch. Ich weiß aber nicht, was Forschungsdurchbrüche sind, das stand da auch. Meine ich. Ich meinte, da stand irgendwie Forschungsdurchbruch.
Aber ich weiß es nicht mehr. Irgendwo stand das mal. Oder habe ich das in irgendeinem Video mal gesehen? Wollen wir das einfach mal versuchen, das Labor zu rushen? Als allererstes? Ich meine, es kostet all unsere Vorräte, aber wollen wir es mal versuchen? Pass auf, das machen wir jetzt einfach mal. Wir werden wir werden relativ viel rumprobieren müssen. Ja, wir wählen jetzt auch eine Forschung aus. Neue Forschung. Wir haben verschiedene übrig. Aber was ich sagen wollte, wir werden eventuell ein, zwei Safe Games laden müssen im Verlaufe dieses Spiels, weil ich eben auf dem Schwierigkeitsgrad Commander spiele, weil ich die neuesten Gegner und Mechaniken von dieser Erweiterung, von diesem DLC, was ja eigentlich schon ein eigenes Spiel ist im Grunde, überhaupt gar nicht kenne. Das heißt, eventuell werden wir ein bisschen laden müssen, aber ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Wir werden mal schauen, wie es läuft. Ich schaue mal nach. So, wir haben hier die üblichen Sachen zur Auswahl, aber wir haben auch die experimentellen Waffen. Die können wir jetzt anscheinend erforschen. Das finde ich ganz cool. Okay, aber ich glaube, wir gehen erstmal auf die Modularwaffen. Ein bisschen bessere Waffen. Das Gebiet zählt für mich zu den faszinierenderen Optionen. Ja, wahrscheinlich. Wir fangen sofort an. Ich melde mich, wenn ein vollständiger Bericht verfügbar ist. Alles klar. So, werden wir jetzt wieder irgendwo hingeschickt. Wahrscheinlich auf die Brücke. Let's go. Commander, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Willkommen auf der Brücke, der Schaltzentrale unserer Operation. Die Aliens haben unsere ganze Welt in ihrer Hand. Advent kontrolliert alles. Regierung, Kommunikation, Industrie und auch das Militär. Es liegt an uns, das alles zurückzuholen. Zeit und Ressourcen sind knapp, Commander. Sie müssen entscheiden, wie wir beides am besten nutzen. Das Schiff gehört Ihnen. Hell yeah. Das Schiff gehört uns. Wir versuchen, den Kontakt zu einer lokalen Widerstandsfraktion herzustellen, die sich selbst als Schnitter bezeichnet. Sie halten sich gerne verborgen, sodass es eine Weile dauern kann, bis wir Antwort erhalten. Während wir warten, könnte es nützlich sein, das Gebiet nach zusätzlichen Vorräten und Ressourcen zu scannen. Man weiß nie, was wir da draußen finden. Commander, wir haben vom Widerstand Hinweise auf eine Einrichtung erhalten, deren Untersuchung sich lohnen könnte. Okay, das untersuchen wir auch. Schnitter. Okay, das ist ja diese eine, die wir schon ganz am Anfang mal gesehen hatten, die so übel in die Einrichtung eingedrungen ist und dann ihre Spuren verwischen sollte. Mit den Fernabtastungsmöglichkeiten der Avenger können wir das Gebiet nach Hinweisen und Ressourcen durchsuchen. Aber es wird eine Weile dauern. Das Gebiet ist riesig. Ja, das können wir scannen. Und was ist das hier unten? Drei Fragezeichen, ist das irgendwie ein Tech-Tree oder sind das drei verschiedene Gegnereinheiten oder Verbündete oder wer sind die Schnitter? Ist das so eine eigene Rasse oder... Ich bin echt gespannt und ich freue mich, dass ich halt so gar nichts darüber weiß. Das ist eigentlich echt ganz cool. Diese Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Nice, Modularwaffen sind fertig. Wunderbar, wir haben jetzt bessere Waffen, 1A. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt mal... Mit Magnetwaffen noch nicht anfangen. 28 Tage sind bescheuert. Wir fangen jetzt mal mit der Rüstung an. Das ist in der Tat eine wichtige Aufgabe, Commander. Aber sowas von, da kannst du einen drauf lassen, Tigern. Und wir suchen weiter. 2 Tage noch. Jetzt nur noch ein Tag und batz. Strategische Ressource gefunden. 56 Vorräte. Hell yeah. Okay, Rekruten. Ja, also da uns nichts anderes übrig bleibt, suchen wir auch mal hier die Rekruten ab. Vielleicht kriegen wir ein paar etwas aufgelevelte, denn in der letzten Mission... Wir haben ein paar neue Entdeckungen gemacht, Commander. Ja, neues Forschungsprojekt. Wir kriegen ja hier neue Sachen am laufenden Band. Wunderbar. Dann experimentelle Waffen würde ich ganz gerne untersuchen. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Ja, geil. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Commander? Jawohl, ich würde gerne einmal gucken, was ich denn Inventar ansehen. Nein, nein, nicht Inventar, das ist mir Wurst. Ich würde ganz gerne Gegenstände herstellen. Was kann ich denn so herstellen? Unterschied einige dieser Dinge im Kampf ausmachen können, Commander. Mit ein paar Vorräten kann ich alles Benötigte im Handumdrehen herstellen. Ja, mach schon mal ein Medikit, würde ich sagen. Und wir können noch nichts weiteres herstellen. Okay, vielleicht können wir auch noch eine Rüstung herstellen. Gut, alles klar, haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Vorräte rausgekloppt. Alles easy. Wir schauen mal, ob ich mit meinem sloppigen Spielstil hier so weiterkomme. Wenn der Widerstand weiter wächst, steigt unsere Chance auf Gelegenheiten zum Angriff auf Advent. Wir haben bereits ein potenzielles Ziel zur Störung der Alien-Operationen in dieser Region ausgemacht. Allerdings ist das Zeitfenster hierfür recht knapp. Wir müssen schnell handeln. Ja, dann würde ich sagen, überprüfen wir mal die Ziele. Neu-Mexiko, wir kriegen einen Ingenieur. Schwierigkeitsgrad, leicht, easy. Easy going, gehen wir hin. Wir haben ja auch nur in der Tutorial-Mission zweimal fast verkackt. Also einmal haben wir verkackt und jetzt beim letzten Anlauf, naja, zwei Leute haben überlebt.
Auch nicht ganz so gut. So, okay, das sieht hier etwas anders aus. Was zur Hölle ist das? Commander, jeder Soldat hat einzigartige Bindungen zu den anderen Truppmitgliedern. Wenn sie gemeinsam Kampfeinsätze abschließen, stellen sie sich immer besser aufeinander ein. Und sie können eine bleibende Bindung entwickeln. Ach krass, okay. Es gibt so Bindungen zwischen Soldaten. Okay, keine Kameradschaft. Okay, cool. Okay, ich muss also mit bestimmten Truppen gleichzeitig zocken. Ja, das ist doch ganz angenehm. So, wir haben schon mal einen Spezialisten. Wir haben noch keinen Heavy. Ich würde sagen, wir erstellen schon mal direkt Jimmy Lee als Soldaten. Damit haben wir direkt unseren ersten Boy am Stissel, die Dissel. Ich denke mal, du bist ein Junge. Wenn nicht, ne? Muss ich mir sagen, denn ich ändere jetzt erstmal dein Geschlecht in männlich. So, Jimmy ist für mich männlich. Wir nennen ihn Jimmy. Nicht Jommy, Jimmy. Und Nachname Lee oder Lee. Ich nenne dich jetzt Lee, weil ich finde, Lee klingt irgendwie cooler. Wo möchtest du denn herkommen? Aus Deutschland. So. Charakter. Ja, Kopf. Weiß nicht, wie stelle ich mir denn so einen Jimmy Lee vor? Jimmy Lee. Oh mein Gott, ich habe eigentlich eine ganz coole Idee. Pass auf. Ah, Fabi, ja, du hast eine Glatze, ja? Ganz ruhig, das wird noch werden. Ja, so ist eigentlich ganz gut. Helm oder Kopfbedeckung. Und zwar suche ich jetzt was ganz Bestimmtes. Jawoll! Genau so ein Bandana. Das ist eigentlich übel cool. Nein, ich würde gerne noch weitermachen. Wir sind bestimmt noch nicht fertig. Was gibt's denn hier noch so am Kopf? Obere Gesichtsaccessoires, was könnte ich dir denn sonst noch so geben? Eine Brille wäre eigentlich auch ganz cool, aber ich weiß nicht, ob das nicht zu viel ist. Ohne Augenklappe wäre auch nice. Die Piercings, ey, ich glaub's nicht. Nee, das ist ein bisschen zu viel. Also wenn du gern irgendwas hiervon hättest, dann sag's doch. Dann sag's doch. Dann mache ich das. Aber erstmal untere Gesichtsaccessoires. Ah, Jimmy Lee, du bist halt Spezialist. So ein Bandana und sowas passt halt eher so zu echten Fickern. So Spezialisten sind jetzt eher nicht so die krassen Boys. Tja, eine normale Zigarette. Krass. Aber nee, das lassen wir auch mal. Ein Bart könntest du aber auf jeden Fall haben. Ah, die Bärte sehen nur hier immer so kacke aus, finde ich. Also sie sehen halt echt nicht schön aus, die Bärte in diesem Spiel. So ein bisschen stoppeligen vielleicht. Gibt's hier irgendwas Cooles? Undichter Bart? Nee, das ist alles so meh. Ja, so ein bisschen angedeuteten, weißt du? Immerhin so ein bisschen was. Gesichtsbemalung. Gibt's denn da etwas Cooles? Was nicht zu übertrieben aussieht. Das ist natürlich schon wieder etwas too much hier. Hier Braveheart oder was? Ja, nee. Ja, Jimmy Lee. Das ist so, sieht so ein bisschen Assassin-artig aus irgendwie. So, Körper. Was haben wir denn hier alles? Rüstung. Ja, wir wissen ja, wenn wir die Rüstung jetzt groß ändern, sobald wir die nächste Rüstung freischalten, ist das wieder weg. Also, boah. Weiß nicht, wir können jetzt hier irgendwas nehmen, aber sobald ich den nächsten Rüstungs-Upgrade freischalte, ist halt... Weiß ich nicht. Macht halt nichts. Aber die Farbe können wir anpassen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was für eine Farbe du gerne hättest. Das hast du nicht geschrieben. Als Spezialist, ich neige irgendwie immer zum Pinken. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie das sticht so ins Auge. So, batz, muss Soldaten pink machen. Oh. Welche Farbe hatten wir noch nicht? Wir hatten noch nicht so ein dunkles Orange. Das könnte, glaube ich, ganz gut treffen. Aber so ein schönes dunkles Orange gibt es ja auch gar nicht, ne? Das hier gibt es. Ah, ist jetzt nicht so schön, aber kann man machen, denke ich mal. Arme, Rüstungsmuster, Körper. Was gibt's denn hier? Oh boy. Jimmy Lee. Also, Hilfe. Du bist halt der übelste Cyborg. What the hell, was passiert da mit deinem Körper? Okay, das gefällt mir schon mal ganz gut. Beine. Was gibt's denn hier so für Beine? Oh mein Gott. Die Shorts gefallen mir eigentlich schon ganz gut, tatsächlich. Das ist eigentlich schon ganz witzig. Ja, du nimmst die Shorts. Und ein Tattoo. Ein Tattoo könntest du ja eigentlich auch noch an den Arm klatschen. Ja, das ist doch die Tötungsmaschine schlechthin. Das Tattoo kann da von mir aus auch noch in deinem Theme sein. Und zwar in dieser Farbe. Ja, obwohl, nee, das gefällt mir nicht ganz so gut. Machen wir das Tattoo mal so schwarzig. Okay, gut, Jimmy Lee ist erstellt. Wunderbar. Fotokabine. Ich kann noch in die Foto. Ich muss mir kurz am Anfang alles angucken. Sie sind ein mächtiges Werkzeug. Schauen Sie sich nur die Advent-Propagandamaschinerie an. Es ist an der Zeit, den Spieß umzudrehen. Wenn wir die Taten unserer Soldaten im Kampf verbreiten, steigern wir die Moral des Widerstands. Ja, aber sowas von. Ist das cool, Solo. Er ist Solo.
Er ist Solo, ja, das ist natürlich super, wenn er nur allein. Da steht Soldat bearbeiten, Hintergrundoption. Oh, man kann halt alles machen. Helles Edwin. Oh boy. Oh boy, das ist zu viel Macht. Damit kann ich nicht umgehen. Ich kann stundenlang im Charakterdesign bleiben. Das ist. Oh boy. Also, das ist halt schon nice. Effekte. Ach du Kacke. Mal, okay, ich. Ja, bitte verlass nicht. Das, sonst halte ich mich da ewig mit auf. So, Jimmy Lee ist erstellt. Was können wir denn noch so mitnehmen? Du kannst. Weißt du was? Jimmy Lee nimmt schon mal direkt ein Medikit mit. So, dann hätten wir das schon mal fertig. Und du bist ein Scharfschütze. Du nimmst das hier mit. Ja, sonst können wir eigentlich noch nichts hier machen. Wir haben noch keine weiteren Waffen und gar nichts, ne? Ne, keine weiteren Waffen. Gut, dann bleibt es dabei und wir starten diesen Einsatz. Man sieht auch schon direkt, welchen Charakter ich individualisiert habe. Das wird so weitergehen, Leute. Das wird so weitergehen. Wenn ihr mir nichts Spezielles sagt, dann endet ihr so wie Jimmy Lee. Es tut mir leid. Alles läuft nach Plan. Wunderbar. Immer rein damit. Ich frage mich, ob das Spiel jetzt etwas besser optimiert wurde durch das DLC oder jetzt noch länger lädt. Bei einer Erkundungsoperation haben unsere Freunde vom Widerstand kürzlich Signale von einem riesigen Psi-Transmitter empfangen, den Advent in diesem Gebiet betreibt. Wir gehen davon aus, dass eine Zerstörung des Transmitters bei bestehendem Anschluss an ihr Netz zu katastrophalen Ausfällen in der Region führen wird. Genau das werden wir also tun. Alles klärchen. Das Laden ging ja jetzt relativ schnell, könnte aber auch an der Mission liegen, die so unglaublich klein ist, weil es eben noch eine Anfangsmission ist. So, wir werden versuchen, allen Soldaten mindestens einen Kill in den Hintern zu schieben, damit sie alle aufleveln. Beziehungsweise zwei Leute sind ja schon aufgelevelt. Transmitter errichtet, der direkt in ihr primäres Netzwerk eingebunden ist. Unserer Aufklärung nach würde seine Zerstörung auch die verbundenen Systeme schwer beschädigen. Platzieren Sie die Sprengsätze, bevor Sie den Stecker ziehen können. Wenn du die linke Alt-Taste drückst, wird eine Vorschau eingeblendet, welche Feinde von deiner gewählten Position aus sichtbar werden. Ah, okay, guck mal, wenn ich jetzt Alt drücke, dann steht da unten Zielvorschau. Okay, krass, keine. Wir gehen erstmal ganz gediegen nach vorne mit meinen Leuten. So, der Transmitter ist hier ganz... Ey. 8 Runden? Netzwerktrennung 8? Das ist schon verdoppelt, oder? Ich habe ja am Anfang eingestellt, dass das verdoppelt ist. Never ever ist das schon verdoppelt. What the hell? Oh je, das ist mein Scharfschütze und ich bin mit ihr ganz nach vorne gelaufen. Ah, ich bin blöd. Aber du hast noch nicht... Ja, okay, sie wurde noch nicht entdeckt. Auf die wir erstmals während der Invasion trafen. Aber ihre Genstruktur enthält nun auch menschliche DNA. Sie sind stärker denn je und ihr psionisches Potenzial ist noch höher. Tja, das sind die Sektoiden, die haben wir auch schon kennengelernt. Let's freaking go. Wir stürmen erstmal ran, denn wir haben echt nicht viel Zeit. 8 Runden ist nicht viel Zeit, um dahin zu kommen, wenn wir zwischendurch noch einige Gegner sehen. Oh, denn wir sind noch lange nicht stark genug, um die in einem Hit wegzuballern. Oh, was vermisse ich die Zeiten. Wo die einfach nur batz umgefallen sind am laufenden Band. So, du kannst dich nirgendwo hinbewegen, ohne entdeckt zu werden. Du könntest dich hier vorne dran bewegen. Nähere mich der Zielposition. Yes. So, Zielvorschau. Ah, guck mal. Ja, es funktioniert also. Krass. Okay, dann muss ich nicht hier auf diesen Punkt hier achten, sondern kann einfach Alt gedrückt halten, dann sehe ich das hier. Das ist angenehm, okay. Du machst aber erstmal einen Feldposten. Oh, du kannst nirgendwo hin und siehst auch nichts, das heißt, du musst auch einen Feldposten machen. Du kannst dich auch nicht bewegen, das heißt, du machst auch einen Feldposten, du siehst jemanden. Wir ballern. Komm, let's go. Wuhu. Erstmal ein 7er Crit. Ja, nice. Und die Taschenlampe von der Waffe angemacht. Wunderbar. Ja, ja. Okay, jetzt hoffe ich, dass meine Feldposten gut treffen und dann bin ich echt glücklich. Oh boy. Jimmy Lee, du hast dich direkt beliebt gemacht. Du hast dich direkt unglaublich beliebt gemacht. Okay. Trifft sie auch? Yes! Da klatscht der Sektoid ans Rohr. Wunderbar. Und da haben sie eine Beförderung verdient und erhält einen Fähigkeitspunkt durch einen Hinterhaltskill. Was bringen diese Fähigkeitspunkte? Warum wird das nicht erklärt, was die bringen? Hm. Ja, wir gehen erstmal hier vorne dran. Oh, oh. Da hinten sehen wir einen Feind. Oh, oh. Ich habe ihn gerade aufploppen gesehen. Okay, das Spiel scheint noch nicht in Illyrium-Kern. Wunderbar, damit können wir einige Sachen anstellen. Offizielle Position bestätigt. Unsere Messungen lassen vermuten, dass dieses Relais Energie direkt in ihr Netzwerk speist. Wenn wir es zerstören, könnte das ihre Pläne zur Trennung des Transmitters verzögern.
Ah, okay, war doch kein Gegner. War doch etwas relativ Angenehmes. Ja, nice. Gut, dann spurten wir erstmal in Richtung Ausgang. Da sehen wir noch einen Transmitter. Ja, siehst zwei Transmitter, okay. Habe Blickkontakt zu einer Advent-Stellung. Oh nein, du siehst nicht nur zwei Transmitter. Oh je, ihr seid aber noch relativ weit weg. Solange ihr jetzt nicht straight zu mir sprintet, dürfte das immer noch ganz easy sein. Die sind zu mir gelaufen. Wo möchte ich mit dir hin? Da hinten. Hier hast du ganz gute Deckung und könntest eventuell auch Sicht haben. Nee. Okay. Kannst du irgendwo hin, wo es mir was bringt? Eigentlich nicht. Dann gehst du auch hier vorne an der Ecke und machst da auch mal einen Feldposten. Könntest auch unterstützend dienen. Ich glaube, du machst mal ein Hilfsprotokoll und zwar zu ihr. Denn sie ist am ehesten in der Nähe abgeschossen zu werden. So, zu wenig Aktionspunkte für ihren Feuerschutz. Alles klar. Nein, bitte nicht beenden. So. Wir warten auf den nächsten Feind. Ja, plus 20 Verteidigung ist, denke ich, ganz gut. Okay, mal gucken, werden sie jetzt auf ihr... Jawohl, die schießen auf die. Gut, 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 gut. Ich glaube, ich habe das Hilfsprotokoll ganz gut eingesetzt. So. Was macht er? Er schießt nochmal drauf. Okay, und wieder daneben. Wunderbar. Ich schiebe das jetzt mal alles auf das Hilfsprotokoll. Okay. Puh. So, du siehst desse und ihn 55 und ihn... Ja, du bist halt schon unser Scharfschütze. Hast schon die besten Trefferchancen. Also auf 55, wir versuchen es einfach mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich meine, die hat eine Brille auf, die muss doch treffen. Naja, Scharfschütze eine Brille aufzuhaben, ist vielleicht auch nicht ganz so vorteilhaft, muss ich sagen. So, wir gehen mal, gehen wir weiter vor oder wir können an diese Wand mal gehen. Ich habe jetzt nicht in den Killfeed geguckt. Hätte ich vielleicht machen sollen, aber wir sehen sie so oder so. Und zwar nicht mit sonderlich guten Trefferchancen. Aber eine Granate haben wir noch. So, das gefällt mir sogar relativ gut. Kann ich beides? Nee. Na gut, dann nur klatsche ich ihn weg. Vielleicht geht damit auch die Brücke kaputt. Und dann fällt er runter. Das wäre auch ziemlich nice. Aber das Spiel möchte es uns nicht zeigen. Nee. Ich habe wieder nur 3 Schaden gemacht. Können die Granaten überhaupt mehr machen? Irgendwie geht das ja nicht. Anscheinend. So, da habe ich gesehen, dass du einen siehst. Aber ich denke mal, die Trefferchancen wären auch relativ... Oh, warte, du hast ihn sogar flankiert. 65. Ja, bitte. Bitte. Der hat auch eine Kippe im Mund. Ich glaube, sehr wohl. Nice. Wunderbar, damit bist du auch aufgelevelt. Ratschend. Rekrut, Stefan Schmidt. Wunderbar, viel deutscher ging es da noch nicht mehr. Okay, dann darfst du dich nochmal bewegen? Hast du nicht gerade erst einen gekillt? Ach nee, du warst das da vorne, den ich gekillt habe. Okay. Du könntest einmal hier vorne rumgehen. Ja, du gehst einmal hier vorne lang. Dann kannst du nämlich einmal den Transmitter zerstören. Dann haben wir ja doch noch ein bisschen mehr Zeit hier. So, den. Wunderbar. Lee. All in. 1A. Gut gemacht. Die Netzwerktrennung wurde wie erhofft vorübergehend verschoben. Jo, und ich würde sagen, das machen wir auch erstmal weiter. Wir ballern erstmal. Ach, guck mal, wie da hinten in der Ecke liegt der Sektoid. Draw me like one of your French girls. Da liegt er. Gut. Du könntest einmal hier nebenspurten. Da hast du unglaublich gute Deckung. Kannst dann in der nächsten Runde einmal nachladen, das Ding da kaputt machen. Am besten andersrum, obwohl du könntest das eigentlich auch genauso gut kaputt machen. Zack. Wunderbar. Wärst du auch weg? Nein, ich drücke die ganze Escape. Mann. Du kannst hier an den Ausgang laufen. Warum sehe ich hier die ganze dieses Feld? Präzisionsgewehr. Ich habe kein Präzisionsgewehr. Okay, aber wir können weiter die Transmitter ausschalten, denn wir sehen hier sowieso noch keine Feinde. Dann, na, ganz entspannt. Da kommt niemand ran. Da bröselt es ein bisschen von oben. Runter, hallo. Dann würde ich sagen, laden wir mit allen einmal nach. Jop, alle dürfen einmal nachladen und dann alle dürfen einmal einen Feldposten machen. Wer auch immer da runterkommt, der wird sein blaues Wunder erleben. Ja, dann kommt bitte. Moin, moin. Ihr Lemminge. Guten Tag. Ich hoffe, ihr schießt jetzt nicht alle auf einen. Okay. Warte. Och, wie kannst du denn daneben schießen? Jimmy Lee, was ist da los? Okay, mit der Pistole machen wir natürlich unglaublichen Schaden. Ja, 2 Schaden ist mehr als daneben zu schießen. Ne, Leute. Okay, wir haben den Offizier getötet. Das ist schon mal... Ne, for free den Offizier zu töten ist schon mal ganz nice. Wir sind allerdings hier vorne flankiert. Haben die jetzt echt noch einen Zug Zeit? Die sind doch gerade erst gekommen. Nee, gut. Wollte schon sagen. Das wäre jetzt unfair. Unfair! Nein, nicht das Ding. 53. Was sind denn das für scheiß Trefferchancen von euch? 61. Oh, was hältst du davon? Sag mal, was hältst du davon, wenn du hinter ihn gehst? Dann dürftest du ihn flankiert haben. Und dürftest eine unglaublich gute Trefferchance haben von 85. Schießt er gegen ihn. Okay.
Du hast ganz schön Feuerkraft. Also übel weggeballert, den Boy. So. Du, mein guter Jimmy Lee, gehst nämlich auch mal hinter ihn. Dann hast du ihn auch flankiert. Auch 85. Und mit ein bisschen Glück ballerst du ihn jetzt weg. Überprüfe Visier. Ja, bitte. Überprüf auf jeden Fall mal dein Visier. Sechsen. Ach Gott, das ist doch auch kacke. Dann gehst du da vorne dran. Da hast du zwar keine Deckung, aber dürftest ihn auch flankiert haben. 85. Du machst es aber, oder? Jawohl, du hast einen Bandana um. Du bist badass. Der ist sowas von erledigt. So, und unser Scharfschütze geht mal auf Feldposten. Oder Feuerschutz, wie es hier heißt. Nichts. Wunderbar. Dann können wir noch eine Runde, glaube ich, chillen. Obwohl, können wir eigentlich gar nicht. Wir müssen ein bisschen nach vorne laufen. So, hier vorne können wir auch rum. Dann gehst du mal an diese Ecke, mein guter Jimmy. Ja, einmal nachladen. Das Ding kannst du gleich killen. So, du darfst auch einmal hier vorne dran und einmal nachladen. Dann haben wir jetzt noch 5 Runden Zeit, um auf die andere Seite zu kommen. Das ist, denke ich, machbar. Alles im grünen Bereich, du sagst es. Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Ist das XP oder was ist das? Ah, du kannst von mir aus auch noch hier rauslaufen. So, wunderbar. Dann warten wir jetzt mal kurz, ob noch weitere Aliens hier runterkommen. Nee, sieht gut aus. Okay, wunderbar. Dann, hier ist nirgendwo Deckung. Gehen wir erstmal hier vorne dran. So, da haben wir diesen Transmitter schon mal und sonst nichts. Das heißt, den darfst du auf jeden Fall schon mal ausschalten. Zack und weg. So. Oh, du hast sogar schon einen Spitznamen bekommen, Jimmy. Ach krass, musst du mir unbedingt in die Kommentare schreiben, was dein Spitzname sein soll. Denn dein Spitzname momentan ist Night Shadow. Das finde ich so ein bisschen 0815 irgendwie. Night Shadow, Killer XX, so weiß ich nicht. Also wenn du einen schönen Spitznamen willst, dann schreib es in die Kommentare, sonst gebe ich dir selber ein. Oder du willst einfach Jimmy heißen als Spitznamen, dann können wir das auch einrichten. Oder Lee oder Lee oder... Je nachdem. Schreib es in die Kommentare, wie gesagt. So, unser Scharfschütze rennt erstmal nicht nach vorne. Doch, der rennt nach vorne. Nein, der rennt nicht nach vorne. Ich muss mich zügeln. Der rennt nur hier vorne dran. Okay. Gut. Wunderbar. Einmal ein Feldposten mit dir und mit dir. Und dann hoffen wir, dass Aliens hier rauslaufen. Nee, nichts. Ja gut, dann Misagi Watanabe. Du siehst da noch ein Ding, das kannst du auch zerstören. Dann halten wir uns immer so bei 5 Runden auf. Das denke ich ganz solide. So, du gehst an die andere Seite. Dann kann unser Scharfschütze nämlich auch ran. Und Jimmy, guck mal die andere Seite hier an. Was haben wir denn hier Schönes? Keine Gegner. Krass, okay, wir müssen irgendwie da rein, da ist eine Tür. Ja, wir bleiben aber erstmal da draußen, denke ich mal. Ich bin mir sicher, dass hier drin irgendwo Feinde sind. Okay, das findest du mal raus, ob hier drin Feinde sind. Keine Feinde, ich glaub's nicht. Machen wir erstmal hier so ein Energierelais kaputt. Tschüss. Wir registrieren keine weiteren Relais mehr. Noch mehr Zeit werden wir nicht bekommen, Commander. Ja, dann gehen wir mal da dran mit meinen Leuten. Mit dem Präzisionsgewehr, die Kammer hier hinten. Dran gehen. Jimmy kann diese Seite abchecken. Und... dann hätten wir es. Wunderbar. Einmal Feldposten. Keine weiteren Gegner. Okay, das ist ja relativ ereignislos hier. So, machen wir mal die Tür auf. Mal schauen, ob hier was drin ist. Edwin, Bodentruppen. Wir sind in der Nähe des Ziels. Ja, moin. Sie auf den Transmitter bestätigt. Bringen Sie die X4-Ladungen an, bevor Sie ihn vom Netzwerk trennen können. Ja, 4 Runden haben wir Zeit, um die zu killen. Wir hätten vielleicht 1-2 Leute auf Feldposten machen sollen, aber... ja... boah. 58 ist jetzt auch nicht so die Ultra-Treffer-Chance. Wir haben noch eine Granate, wollte gerade sagen. Eine Granate können wir doch hier mal ein bisschen für... also den Sektuiden würde ich eigentlich nicht fokussieren. Das ist tatsächlich mir gar nicht mal ganz so wichtig, die Sektuiden zu fokussieren. Denn die machen im Grunde nicht ganz so viel. Ich würde lieber den Offizier... je nachdem, was du für Trefferchancen hast, du hast tatsächlich ganz gute. Ah, du hast nur deine Pistole, das ist der Scharfschütze. Upsi. Dann nimmst du einmal deine Granate und wir hoffen einfach, dass du 4 Schaden machst. Kannst du mir das gleichzeitig noch die Deckung von dem Boy hier wegmachen. Oder ihn auch gleichzeitig noch treffen. Umso besser. Los. Es hat 4 Schaden. Ich glaub's nicht. Die erste Granate, die 4 Schaden macht. Es ist ja ein Wunder. Ach du Kacke. So, jetzt hast du nämlich ihn flankiert. Und ihn auch. 40 Crit. Wir killen den Sektuiden. Die 78%ige Chance ist mir deutlich lieber. Ja, okay. Gut. Wunderbar. Ich würde sagen, ich habe meine Soldaten echt ganz gut positioniert. So, den kriegen wir auf jeden Fall nicht mehr tot. Das heißt, wir... ja, gehen, glaube ich, einfach mal in Deckung, denn wir wollen... obwohl, wir können eigentlich auch mal hier hinten dran gehen. Wir gehen mal hier hinten dran. Wahrscheinlich haben wir ihn dann nicht im... oh, aber haben eine schöne Action-Cam. Nicht im Visier, aber... oh, haben wir sogar. 33. Ist nicht gut genug, wir machen hier einen Feldposten. Oh, wir haben dich ja auch noch über.
Ja, du könntest natürlich auch noch rangehen. Hier vorne hinter. So. 42, ja, ist auch nicht ganz so gut. Wir versuchen es einfach mal, komm. Ja. Was will man sagen? Da, es gibt halt nur einen Glatzkopf in dieser Runde. Und das ist Jimmy Motherfucking Lee. Der nicht trifft. Ja, daneben. Wer hätte es gedacht? Oh, er ist flankiert. Oh, oh. Oh, oh. Glatzkopf am Boden. Glatzkopf am Boden. Ich wiederhole. Holt Mr. Proper. Kacke. Okay, es hat einen erwischt, aber das ist nicht ganz so wild. Wir haben noch genug Leute. Ich bin in dieser Sekunde, wo ich eben... wo ich gelaufen bin, habe ich gecheckt. So, nee, das ist unser Scharfschütze. Mit dem sollten wir nicht laufen. Ach, verdammte Kacke. So, wir gehen mal... Oh, du siehst ihn hier? Wie zur Hölle siehst du? Ja, okay, ich meine. Gut, 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 gut. Tut das nicht irgendwann weh, wenn du durch Glas springst, sag mal? Wie hast du ihn denn bitte nicht flankiert? Du bist hinter ihm. Oh, du triffst nicht. Nicht gut. Oh, du kannst erstmal hier das X-Field platzieren, bitte. Dann haben wir das nämlich schon mal hinter uns. Ah, oh, natürlich mussten wir wieder einflanken. Ja, natürlich müssten wir wieder einflanken. Okay, wir geben unser Bestes, ja? Kacke, du bist viel zu weit weg. Du musst nach vorne irgendwie. Ah, oben aufs Dach bringt auch nichts. Dann gehst du halt einmal. Du hast hier nirgendwo wirklich gute Deckung. Gehst du hier dran. Da hast du noch volle Deckung und wahrscheinlich gleich auch ein Ziel. Erstmal müssen wir hoffen, dass er keine weiteren Leute ausschaltet. Vor allem nicht Jimmy Lee, der jetzt wahrscheinlich flankiert ist. Nee, er ist nicht flankiert. Okay, 3 Schaden. Glück gehabt, Glück gehabt. So, du hast aber noch ein Medikit, also alles ist gut. So, Killvorschau. Killvorschau. Das wäre schön, Zielvorschau. Du hast da ein Ziel, das heißt, du gehst mal da vorne dran. So. Jo, 46. 46, 50-50 quasi. Oh, Leute, wie die Patronen hier drüber fliegen. Ja, das war überhaupt gar nichts. Du, hielst dich bitte erstmal. Ja, das will ich hoffen. So, du hast jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Leben. 61 und da musst du vollen Schaden machen. Ich weiß nicht, ob mir das gut genug ist. Weißt du was, wir versuchen es. Ziel eliminiert. Der Transmitter ist Geschichte. Gute Arbeit, Commander. Jimmy Lee, du aller Badass. Wunderbar, Einsatzfoto. Ach, wie sie alle siegreich sind, aber ganz ehrlich. Soldat 1, Sarah Jones, Jimmy Lee, da. Wo ist der? Kann ich ihn irgendwie... Ja, kann... Pose. Ach krass, es gibt ja echt viele Posen. Holy sh... Was war das gerade? Also bitte. Wenn das nicht cool ist. Kann ich ihn nicht irgendwie... Das dreht ihn jetzt aber nicht wirklich. Ach, das ist der andere. Das hier ist er. Jawoll. Hua! Der tritt den anderen voll ins Gesicht. Wunderbar. Hätten wir das auch hinter uns? Okay, die letzte Bastion der Menschheit. Nein, kann ich den Text? Text da. Text. Jimmy Motherfucking Lee. Bestätigen. Alles klar. Kann ich die anderen Soldaten irgendwie wegmachen? Geht das irgendwie? Soldaten bearbeiten? Nee, wegmachen kann ich die anscheinend nicht. Ohne. Doch, das geht. Okay. Dieser Soldat ist auch noch dabei. Den sehe ich jetzt aber gerade nicht so. Da kann ich dich noch etwas ranzoomen. Ja, guck doch mal. Das ist nice. Okay. Oh, ich werde hier so viel Zeit drin verbringen. Es tut mir leid. Was? Nein, Ort 1. Nein. Ist schon in Ordnung so. So, ja, das passt schon. Okay, Foto machen. Jetzt ein paar Fotos neben einer Karte von Adventburger. Zu rein wissenschaftlichen Zwecken natürlich. Ich finde es schön, dass das Spiel so self-aware ist. Dass das hier eigentlich so ein Feature ist zum Rumblödeln. Erneut haben die grundlosen Angriffe des sogenannten Widerstands, der unsere Welt plagt, wichtige Advent-Infrastrukturen beschädigt und die Lieferung wertvoller Nahrung und Medizin in die äußeren Stadtzentren verhindert. Wir bitten die Ältesten, auf die zu achten, die nun Not leiden müssen. Ach du und deine Propagandarede, meine Fresse. So, machen erstmal weiter. Es war unser zweiter, ja, relativ erfolgreicher Einsatz. Ich meine, wir haben einen verloren. Ja, passiert. Passiert. Ich schieb das auf den Schwierigkeitsgrad. Und nicht auf meine, nicht so guten spielerischen
Künste. Und da sieht man mal wieder, Rauchen tötet. Was will man tun? Rauchen tötet, seine Schuld. So, befördern. Grenadiere sind unsere Sprengstoffexperten. Sie setzen schwere Sprengkörper ein, wann und wo immer wir sie brauchen. Jawohl, wir haben ein Grenadier bekommen. Einsam, und ich weiß auch schon, wer diesen Platz einnehmen wird. Das wird der gute Bauski machen, der uns ja schon durch XCOM 1 und 2 geleitet hat. Wunderbar, erstellen wir aber jetzt noch nicht. So, unser Scharfschütze ist aufgelevelt. Du bist unsere neue Holly, würde ich sagen, ne? Außer jemand von euch möchte ein Scharfschütze sein, dann schreibt es mir rein. Distanzschutz oder Feuer erwidern. Erlaubt Feuerschutz mit Truppsicht auszulösen. Ja, das ist ganz nice. Ich glaube, das machen wir. Du wirst ein Fernkampf-Scharfschütze. So, und Jimmy Lee ist auch befördert worden. Ah, du wirst zum Heiler. Es tut mir leid, du wirst zum Heiler. Ich werde viele, viele Heilungen brauchen. 18 Tage bist du verwundet, meine Fresse. Wir haben ein bisschen Zeug bekommen, wunderbar. Hallo, Commander. Den Rat, wie Sie ihn noch kannten, gibt es nicht mehr. Die Mitglieder haben alle der Advent-Verwaltung Treue geschworen. Mit einer Ausnahme. Es ist schön, Sie wiederzusehen. In den Tagen seit Ihrer Gefangennahme habe ich alles getan, um dem Widerstandsnetzwerk von innen zu helfen. Der Widerstand hat uns die Informationen beschafft, die zu Ihrer Extraktion führen. Im Moment ist der Widerstand noch ziemlich unorganisiert. Wenn wir Advent und ihre Alienherren besiegen wollen, müssen sie das ändern, bevor es zu spät ist. Was Sie da sehen, sind Geheimberichte zu vermissten Zivilisten auf der ganzen Welt. Es werden immer mehr. Wir vermuten, dass sie zu einer Advent-Geheimeinrichtung in der Nähe gebracht werden, deren Position wir nicht kennen. Die Zeit drängt, Commander. Sie müssen die Leitung des Widerstands auf der ganzen Welt übernehmen. Nehmen Sie Kontakt zu den einzelnen Zellen auf, damit sie sich anschließen. Finden Sie diese Geheimeinrichtung und zerstören Sie sie. Retten Sie unsere Welt. Die Zeit läuft. Viel Glück, Commander. Alles klar, Mr. Proper ist auch wieder am Stissel. Kontaktiere den Widerstand nahe der Geheimeinrichtung. Alles klärchen. Ich habe unsere aktuellen Ziele anhand unserer jüngsten Erkenntnisse aktualisiert. Wunderbar, wir haben einen Ingenieur bekommen. Weiter geht's. Diese beiden Soldaten zusammenarbeiten zu lassen, hat sich ausgezahlt. Sie kennen sich nun gut genug, dass wir sie gemeinsam in zusätzlichen taktischen Fähigkeiten ausbilden können. Okay, Commander, diese Soldaten haben eine neue Stufe an taktischer Kompatibilität. Was ein schwieriges Wort, meine Güte. Unsere neuen Rekruten haben nie auf so engem Raum wie auf der Avenger gearbeitet. Vor dem Krieg hätten wir Zeit für ihre Ausbildung gehabt, aber jetzt müssen sie alles im Einsatz erlernen. Tja, so ist das nun mal. Erreicht und können ihre Kameradschaft stärken. Stufe 1 Kameradschaften können spontan geformt werden, aber alle höheren Stufen können nur durch gemeinsames Training im Trainingszentrum erreicht werden. Puh. Wollen wir die beiden zusammen... Ich glaube, das lasse ich nochmal. Ich würde nämlich ganz gerne einen Bond zwischen zwei Zuschauern erschaffen, obwohl wir können Sarah Jones hier am Ende einfach umändern in irgendwen. Okay, Kameradschaft stärken. Ja, Teamwork. Wir haben unsere ersten Kameraden gefunden. Jimmy Lee und Sarah Jones. Wer gerne Sarah Jones sein möchte, der schreibt so bitte rein. Möchtest du ein spezielles Poster dieser Kameraden erstellen? Ja. What the fuck? Das ist aber sehr unvorteilhaft für den guten Jimmy. Jones und Lee, sie werden nicht ruhen, bis die Erde befreit ist. Das ist eigentlich schon so episch genug. Mach mal ein Foto. Wunderbar. Alles klar. Ja, nee, Foto, ja, ich hab doch... Wenn es die Moral hebt, kann es ja nicht schaden. Schön. Das würde ich aber gerne löschen, denn ich habe das genau gleich... Ja, genau, hier ist das gleiche. Ja, das ist unsere erste Mission, das ist unsere zweite Mission und das ist... Ah, das Bündnis. Wunderbar, hier komme ich wieder zurück, ne? Oh, wenig Vorräte. Ja, ich weiß, wie ich mal Vorräte kriege. Alles gut. Für unser Ingenieurteam haben. What the fuck? Können wir Platz für neue Einrichtungen freiräumen, Commander? Der sieht nicht aus wie ein Ingenieur. Wir nach neuen Rekruten suchen. Wir werden sie brauchen, wenn die Einrichtungen fertiggestellt sind. Ihn hätte ich gerne als Rekrut. Der sieht nicht aus wie ein Ingenieur. Der sieht aus wie ein halb Berserker, halb Mensch. Die Berserker. Eine Mischung aus Berserker und Mensch.
So. Alles klar, Kameradschaft verfügbar, Captain irgendwas und ne, Jimmy Lee Jones. Wunderbar. Wir müssen hier weitere Dinge bauen, wir haben aber keine Vorräte und ich würde sagen, wir schauen, wie wir das Ganze hier weiter anleiten. In der nächsten Folge uns ganz gediegen an. Wir können erstmal hier ganz kurz, bevor ich das vergesse, den Ingenieur zuweisen, damit das hier schnell ausgebuddelt wird. Wunderbar, Bauzeit minus 50% und schon sind es noch 7 Tage. 1A. Dann vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich habe schon 1000 Mal erwähnt, aber schreibt es in die Kommentare, wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr Tipps habt. Und bis zum nächsten Mal. Tüdelü.